Hör mir bitte ganz genau zu. Du musst auswandern. Du musst auswandern, wenn du ein Problem mit dem System deines Landes hast. Also in dem Land, wo du gerade wohnst, ich gehe mal davon aus, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn du ein Problem mit dem System hast, dann musst du jetzt auswandern in ein Land, wo das System so läuft, wie es dir gefällt. Ich wiederhole, du musst jetzt auswandern, wenn du ein Problem mit dem System deines Landes hast. Denn ändern kannst du das System niemals. Es ist einfach dumm und naiv zu glauben, dass du das System in deinem Land ändern kannst. Wie dumm und naiv kann man sein? Stell dir mal vor, dass du das System bist. Du implementierst ein neues System in Deutschland. Möchtest du jetzt, dass irgendwelche Individuen dein System ändern können? Nein, willst du wahrscheinlich nicht. Also wirst du dafür sorgen, dass niemand dein System ändern kann. Bedeutet, egal wie sehr jemand versucht, dein System zu ändern, er kann es nicht. Und um noch ein bisschen Spaß dabei zu haben, gibst du ihm die Illusion, dass er denkt, er könne vielleicht das System ändern. Heißt, du gibst ihm eine schöne Illusion, wie zum Beispiel Parteien, Politik, Wahlen, gibst ihm eine schöne Illusion, hey, wenn du Gas gibst, kannst du das System ändern. Aber die Realität ist, du wirst niemals das System ändern können. Also musst du jetzt deinen Arsch bewegen und auswandern. Das ist das einzig Logische, was du tun kannst, wenn du ein Problem mit dem System in deinem Land hast. Also suchst du dir am besten ein neues Land, in dem ein System herrscht, mit dem du besser klarkommst. Ich bin zum Beispiel aktuell in Gambia. Ich finde das System hier super, denn das System spielt für dein Leben so gut wie keine Rolle. Du kannst hier machen, was du willst. Ich befinde mich gerade auf 3,6 Hektar Land. Und auf diesem Grundstück kann ich machen, was ich will. Ich habe ein Bohrloch gemacht, ich habe also mein eigenes Wasser, ich habe eine Solaranlage, habe meinen eigenen Strom hier, ich kann hier Bäume pflanzen, wie ich möchte, ich kann Hühner halten, Ziegen halten, Kühe halten, ich kann hier machen, was ich will. Warum? Weil in diesem System, in dem ich mich gerade befinde, ist das möglich. Aber in deinem System, wo du gerade lebst, womit du unzufrieden bist, kann man das alles wahrscheinlich nicht machen. Und wenn du ein Problem damit hast, dann musst du jetzt handeln, dann musst du endlich auswandern. Und wenn du nicht bereit bist auszuwandern, wenn du immer noch denkst, dass du das System in deinem Land verändern kannst, dann kann dir keiner helfen. Dann bleib bitte einfach in deinem Land, in deinem System und halt einfach bitte die Fresse. Denn ändern kannst du sowieso nichts. Also bitte hör endlich auf rumzuheulen, hör endlich auf dich zu beschweren, denn du kannst das System sowieso nicht ändern. Also bitte einfach ruhig sein. Wenn du jetzt aber nach diesem Video der Meinung bist, oh, ich muss auswandern, ich muss mir ein System suchen, in dem ich stattfinden kann, in dem ich glücklicher bin als Mensch, dann gebe ich dir folgenden Tipp. Achte bitte nicht so viel auf die emotionalen Dinge, wie zum Beispiel Strand, Meer, oh, wie schön, oh, dort. Schau auf das System. Schau darauf, kannst du als Ausländer dort Grundstück kaufen? Was alles kannst du dort machen? Was genau erlaubt das neue System, in das ich wahrscheinlich auswandern werde? Darüber musst du dich erkundigen und nicht, wo sind die schönsten Strände und so weiter. Das kannst du alles im Nachhinein machen. Erst einmal musst du filtern, welche Länder kommen für mich in Frage, in welchen Ländern kann ich so leben, wie ich es möchte, damit ich glücklich bin. Und bei mir war es halt Gambia, ne? In Gambia kann ich genau so leben, wie ich möchte. Deswegen bin ich nach Gambia ausgewandert. Also, ich denke, die Message ist rübergekommen. Du musst jetzt endlich handeln und deinen Arsch bewegen und auswandern, okay? So einfach ist das. Schicke dieses Video bitte an alle Leute, die dir gesagt haben, sie wollen bald auswandern, die haben die Schnauze voll vom System. Schicke jeder Person dieses Video, denn das ist das wichtigste Video für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, weil sie mit dem System ihres Landes nicht zufrieden sind. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Salim. Und ich leite das Projekt Savage Camp. Salut!